Wunderschönen Sonnenwetter heute. Ich heiße euch herzlich willkommen. Bin sehr froh, dass doch einige zu dieser sehr wichtigen Demo gekommen sind. Ich möchte damit anfangen. Ich habe Geburtstag. Ich werde heute 29 Jahre alt. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte damit folglich sagen, wenn ich 29 Jahre alt werde, bin ich 1984 geboren. Und wenn ich an 1984 denke, wenn ich 1984 höre, dann denke ich als erstes an George Orwell. Und wenn ich an George Orwell denke, denke ich an einen Überwachungsstaat, ich denke an ein Buch, das der Mann geschrieben hat, und es schockiert mich, dass die Regierung es fertigbringt, Dinge wie die Bestandsdatenauskunft auf den Plan zu bringen, durchsetzen zu wollen, und die einzige Möglichkeit, dass wir das noch unterbinden können, jetzt der Bundesrat ist. Deswegen stehen wir hier, weil wir gegen diese Bestandsdatenauskunft angehen wollen. Wir haben dazu nicht mehr allzu viel Zeit, das Ganze wird Anfang Mai in den Bundesrat kommen. Es ist also wichtig, dass wir jetzt innerhalb kürzester Zeit die Menschen informieren, was das Ding bedeutet. Das werden die Redebeiträge heute deutlich machen. Wehret den Anfängen ist etwas, was man ganz groß schreiben muss, wenn es um Dinge wie die BDA geht. Ich habe bei der letzten Demo, als es um ACTA ging beispielsweise, Reinhard May zitiert und habe gesagt, eben das, was er in seinem Lied gesungen hat, sei wachsam. Und es ist auch dieses Mal wichtig, dass wir wachsam sind. Wir müssen wachsam bleiben. Wehret den Anfängen. Da ist das Buch 1984, ihr hält es in die Luft, lest das, denn das ist nicht mehr ganz so weit entfernt. Zum Ablauf der Demo, wir werden jetzt einige Redebeiträge hören, dann werden wir einen Demo-Umzug fahren und werden hier dann eine Abschlusskundgebung haben. Zum Schluss sei noch gesagt, zum einen, dass die Masken, darauf muss ich hinweisen, polizeilich bzw. nach Versammlungsrecht verboten sind, und dies ist eine Veranstaltung von Demokraten für Demokraten. Punkt. Okay. Dann fangen wir mit dem ersten Redner an. Das ist der Moritz Michelson aus Erlangen. Hallo, danke. Genau, ich heiße Moritz Michelson, online auch bekannt als thecitizen.de, und bin einer der Landtagskandidaten von der Piratenpartei Mittelfranken. Wie der Dominik schon richtig gesagt hat, geht es uns heute um das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft. Dieses Gesetz wurde vor kurzem im Bundestag beschlossen, muss jetzt aber noch durch den Bundesrat. Und bevor es beschlossen wird, demonstrieren wir hier. Was ist dieses Gesetz zur Bestandsdatenauskunft in einem Satz zusammengefasst? Dieses Gesetz würde Polizei und Verfassungsschutz erlauben, bereits bei Ordnungswidrigkeiten auf unsere privaten Passwörter zuzugreifen. Das heißt, private Passwörter von zum Beispiel E-Mail-Account, Facebook, Datenspeicherdiensten, Chatdiensten, Fotospeicherdiensten. Und somit betrifft dieses Gesetz nicht nur die Netzgemeinde, sondern wirklich alle Menschen, denn heutzutage hat jeder einen E-Mail-Account oder fast jeder und hoffentlich bald wirklich jeder oder einen Facebook-Account. Und dieses Gesetz, das bei Ordnungswidrigkeiten den Behörden den Zugriff auf unsere Daten erlaubt, geht es heute. Und da will ich drei Kritikpunkte in meiner Rede nennen. Erstens, es geht um unsere Passwörter. Zweitens, das Ganze geht schon bei Ordnungswidrigkeiten und noch andere Hürden, die sehr niedrig gesetzt sind, gibt es bei diesem Gesetz. Und drittens will ich nochmal deutlich machen, dass wir das Internet als einen Lebensraum für Menschen sehen, in dem sie sich wohlfühlen können und nicht nur einen Bereich, wo sich Konzerne und der Staat wohlfühlen, sondern auch Menschen mit Privatsphäre. Und kurz danach will ich auch noch ein Leak, was wir heute vom bundesweiten Bündnis gegen die Bestandsdatenauskunft veröffentlicht haben, auch noch ansprechen. Nicht das mit den privaten Daten von Anonymous, sondern ein weiteres kleines Leak. Und dazu sagen sollte man vielleicht auch, wir demonstrieren nicht nur hier in Nürnberg heute mit wirklich super vielen Leuten, was sehr schön ist, sondern auch in vielen anderen Städten, ungefähr 20 bundesweit, demonstrieren genauso Leute gegen die Bestandsdatenauskunft. Wer von euch war bei einer von den ACTA-Demos, den dreien, die wir hier gemacht haben, dabei? Sehr cool, super. Bei ACTA haben wir 3 Demos gebraucht, um es zu stoppen. Und mal schauen, wie viel wir bei dem Gesetz brauchen, um es zu stoppen. Auf jeden Fall sagen wir heute laut und deutlich Nein zur Bestandsdatenauskunft. Es geht bei dem Gesetz um unsere privaten Passwörter. Es gibt im Prinzip 3 Stufen des Zugriffs auf private Daten. Die erste Stufe ist, man findet die Identität einer Person raus. Die zweite Stufe ist, man liest die privaten Daten der Person. Und die dritte Stufe ist, man übernimmt die Identität
der Person. Und diese dritte Stufe ist es, was bei den Passwörtern sogar möglich ist, da man mit dem Passwort die digitale Identität einer Person übernehmen kann und sich als die Person einloggen kann. Das heißt, es geht nicht nur um Datenabruf, sondern die informationelle Selbstbestimmung auf der tiefsten Ebene, die digitale Persönlichkeit, die man im Netz hat. Und bei uns ist es oft so, dass wir natürlich in den Online-Diensten von Smartphone bis Facebook bis E-Mail nicht nur berufliche Sachen austauschen, sondern auch private Gedanken speichern, andere wichtige Dinge. Somit ist dieser Eingriff in unsere Privataccounts sogar noch tiefer teilweise, als es eine normale Hausdurchsuchung, die ja auch schon zum Glück nur bei sehr hohen Hürden gemacht werden darf, ist dieser Eingriff in die Passwörter sogar noch tiefer als eine Hausdurchsuchung. Es sind die innersten Gedanken, die informationelle Selbstbestimmung ist grundrechtlich geschützt und deswegen ist auch eins unserer Mottos dieses Protestes bundesweit und was wir heute auch fordern, unsere Passwörter gehören uns und niemandem sonst. Und die Polizei und Verfassungsschutz darf natürlich nicht bei so leichten Hürden Zugriff auf diese privaten Daten haben. Und beim Verfassungsschutz ist es vielleicht auch nicht so vertrauenswürdig, wenn der sich überall einloggen darf. Gut, zweiter Punkt. Es sind sehr niedrige Hürden. Das Ganze ist schon bei Ordnungswidrigkeiten erlaubt. Ordnungswidrigkeit kann alles sein, von Falschparken wie irgendwas Aufrührerisches auf Facebook zu posten, was die öffentliche Ruhe stört. Und das heißt, man kann Ordnungswidrigkeiten eigentlich bei jeder Person finden oder den Verdacht auf Ordnungswidrigkeiten zumindest, der ja auch schon ausreicht. Das heißt, jeder kann im Prinzip von dieser Bestandsdatenabfrage vom Passwortzugriff betroffen sein. Dass diese Hürde so niedrig ist und es nicht etwa nur beschränkt ist auf schwere Straftaten oder ähnliches, heißt, dass willkürlicher Zugriff im Prinzip möglich ist, was man natürlich absolut vermeiden muss. Außerdem ist die Bestandsdatenauskunft auch extrem gefährlich für solche Dinge wie Proteste, wie bei Occupy oder Blockupy oder unseren Piratendemos, die ja auch leicht mal die öffentliche Ordnung stören könnten. Und es gibt ja auch genug Beispiele, wo Protest, demokratischer, friedlicher Protest, tatsächlich von den Behörden, wie bei der Funkzellenabfrage in Dresden 2011, tatsächlich intensiv überwacht wird, was sicher nicht mit den Gedanken der Menschenrechte und des Grundgesetzes vereinbar ist. Jetzt zum Kritikpunkt. Wir haben eine ganz andere Sicht auf das Internet als diejenigen, die dieses Gesetz geplant und verabschiedet haben. Wir wollen das Internet als Lebensraum für uns. Zusätzlich zum Leben hier im Offline-Raum wollen wir natürlich auch im Online-Raum leben. Und als Menschen gilt da dann natürlich auch das Recht auf Privatsphäre, das Menschenrecht auf Privatsphäre. Der BKA-Vizepräsident wurde laut dem Spiegel zitiert, im Internet gibt es keine Privatsphäre. Das heißt, für ihn wäre jede Überwachung im Internet theoretisch möglich. Und dieses Bild vom Internet, in dem es überhaupt keine Privatsphäre gibt, sondern bedingungslose Überwachung, ist für uns natürlich nicht akzeptabel. Für uns ist Privatsphäre ein Menschenrecht auch im Internet. Eindeutig. Und vierter Punkt, das waren die drei Kritikpunkte, auf die ich meinen Fokus gelegt habe beim Bestandsdatenauskunftsgesetz. Vierter Punkt ist, vorhin haben wir vom bundesweiten Bündnis Nein zur Bestandsdatenauskunft, in dem auch der AK-Vorrat ist, viele andere Organisationen, die sich mit netzpolitischen, aber auch Bürgerrechts- und Menschenrechtsthemen beschäftigen, geleakt die Abfragesoftware, wie sie aussehen könnte, die von den Behörden verwendet wird, um die Bestandsdatenabfrage durchzuführen. Die ist online unter intern.bestandsdatenauskunft.de und dort kann man sehen, wie so eine Schnittstelle, die der Polizei, dem Verfassungsschutz den Zugriff auf unsere Passwörter gibt und auf unsere anderen privaten Daten aussehen würde und welche fatalen Konsequenzen das hätte, wenn man so leichten Zugriff per Mausklick in unsere privaten Daten hätte. Das illustriert diese Schnittstelle, die seit heute online ist, sehr gut. Denn die Bestandsdatenauskunft ist praktisch eine digitale Hausdurchsuchung, schon bei Ordnungswidrigkeiten und per Mausklick, also so leicht gemacht, darf das wirklich nicht gehen. Und da der Bundesrat sich am kommenden Donnerstag, der Ausschuss zum innenpolitischen Thema des Bundesrats, beschäftigt sich kommenden Donnerstag mit der Bestandsdatenauskunft. Der Bundesrat selbst wird dann wahrscheinlich Anfang Mai
drüber abstimmen. Das heißt, nochmal hier von uns allen der Appell an die Mitglieder im Innenausschuss des Bundesrats und an den Bundesrat selbst. Sorry, die Hürden, die ihr für diese tiefen Eingriffe in die Privatsphäre ausgewählt habt, reichen bei weitem nicht aus. So geht's nicht. Was noch wichtig zu sagen ist zum Abschluss, das Internet kann zwei Sachen dienen. Entweder wir machen das Internet zu einer Sache, die allen Menschen dient und hilft, allen Menschen ein besseres, freieres und emanzipierteres Leben zu führen. Oder das Internet bietet aber auch die technologischen Möglichkeiten, eine Überwachung umzusetzen, wie sie im Offline-Bereich nie möglich wäre. So totalitär wäre sie im Offline-Bereich nicht möglich durch die digitalen Möglichkeiten. Und deswegen ist es schön zu sehen, dass nicht nur hier, sondern auch weltweit sich Leute im Internet vernetzen und zusammen für ein freieres, emanzipierendes Internet protestieren, das den Menschen dient und Leute aufklären und da internationale Solidarität zeigen gegen diese Gesetze, die das Internet so stark einschränken, wie in den USA zum Beispiel auch das CISPA-Gesetz, gegen das ganz aktuell protestiert wird. Und deswegen mein Appell am Schluss an uns alle, die hier aktiv sind und auch weltweit, die aktiv sind für ein solches Internet, bleibt aktiv, bleibt mutig. Es ist natürlich ein harter, steiniger Weg. Klärt vor allen Dingen alle Menschen auf, denn viele wissen nicht davon Bescheid. Das ist das Wichtigste, informieren. Und wir werden auf jeden Fall gemeinsam unseren Einsatz für digitale Menschenrechte fortsetzen. Danke sehr. Manchmal ruft die Piratenpartei ja dazu auf, Leute, macht mal Videos. In diesem Fall hat das ganz gut funktioniert und der nächste Redner, den wir hören, ist der Florian Deisenriede, kommt aus München, ist dort Landtagskandidat und hat ein Video gemacht und dort sehr exemplarisch dargestellt, wozu die BDA führen kann. Mehr wird er euch selber erzählen. Ja, servus Nürnberg. Ich bin wie gesagt Flo aus München und das ist mein Smartphone. Warum ich das erwähne, ist, ich bin Pirat und erfülle paar Klischees. Und wenn ich morgens aufstehe, ist der erste Griff zum Smartphone und ich checke erstmal meine Mails. Im Laufe des Tages sind alle Termine, die ich habe, in diesem Smartphone drin. Alle Kontakte, die ich habe, sind in diesem Smartphone. Jede Kommunikation läuft darüber. Ich habe schon seit Jahren keinen Brief mehr geschrieben, aber über E-Mails, Facebook, Twitter, WhatsApp habe ich Kontakt mit Freunden und Geschäftspartnern in aller Welt. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, ist das Letzte, was ich mache, wieder das Smartphone anschauen. Und nein, ich schaue keine Pornos an, zumindest nicht jeden Tag, sondern schaue auch wieder meine Mails an. Warum ich das erzähle? Das Wichtige ist, wenn jetzt in diesem Moment die Polizei mein Haus durchsucht, meine Wohnung, dann finden sie da ein paar Möbel, ein paar Klamotten, ja, soll sie haben. Aber wenn die Polizei jetzt heute mein Smartphone durchsucht, dann findet sie mein komplettes Leben wie ein offenes Buch. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, Privatsphäre ist ein Menschenrecht und muss auch im Internet gelten. Und diese Privatsphäre gilt es zu schützen. Und nur, manchmal kommt ja dann der Einwurf, ja, aber man kommt nur an die Handydaten mit einem Richterbeschluss. Also es gibt einen Richtervorbehalt. Da kann ich nur sagen, unterhaltet euch mal mit den Richtern, unterhaltet euch mal mit den Leuten, die in den Justizapparaten arbeiten, weil es ist bei weitem nicht so, dass da ein Richter ist, der sich den Einzelfall anschaut, der dann eine sorgfältige Interessensabwägung macht, sondern im Gegenteil, das sind völlig überarbeitete Richter, die kriegen irgendwas auf den Schreibtisch, die stempeln alles ab. Das ist für nichts gut, das ist kein Schutz. Und ja. Ich komme jetzt aus München, ich weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, da war gestern eine große Demo zum Auftakt des Gerichtsprozesses wegen der NSU und eine Forderung bei diesem Prozess war Verfassungsschutz abschaffen. Jetzt fragt man sich, woher kommt diese Forderung, wenn man sich aber angeschaut, was da in letzter Zeit passiert ist, was die Untersuchungsausschüsse in den Parlamenten auch festgestellt hat, dann sieht man, dass dieser Verfassungsschutz nicht nur jetzt irgendwie versagt hat, nicht nur die ein oder andere Akten geschreddert hat, sondern dass der zum Beispiel mit V-Männern tief drin war in kriminellen Machenschaften. Und die CDU, die SPD und die FDP wollen jetzt diesem Verfassungsschutz Zugriff auf Passwörter und Handydaten geben. Und das können wir nicht zulassen.
Denn, wurde ja auch schon angesprochen, der Verfassungsschutz oder die Polizei darf das nicht nur, wenn irgendwie ein ganz konkreter Terrorismusverdacht vorliegt, sondern nein, eben schon bei Ordnungswidrigkeiten. Und ich finde es saugeil, dass heute doch so viele hier sind auf dieser Demo. Und ich habe aber Angst. Ich habe nämlich Angst, dass in Zukunft, wenn bei Ordnungswidrigkeiten schon eure Handydaten, eure Kommunikation, eure Passwörter zu Social Media Netzwerken für die Polizei oder für Verfassungsschutz oder für das BKA verfügbar sind, dass sich in Zukunft weniger Leute trauen werden, auf Demos zu gehen, weil man damit rechnen muss, dass man dadurch ins Visier des Verfassungsschutzes kommt und der dadurch ein persönliches Profil und die eigene Privatsphäre verletzt. Und nur ganz kurz, ich will jetzt keine Verschwörungstheorie aufmachen, aber man muss sich das schon mal überlegen. Wenn ich Zugang habe zu meinem Handy oder Zugang zu Passwörtern, dann kann ich Daten nicht nur lesen. Nein, ich kann Daten auch manipulieren oder ich kann Daten anlegen. Und das heißt, durch dieses neue Gesetz zur Bestandsdatenauskunft ist die Integrität unserer Daten und die Glaubwürdigkeit in Gefahr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dagegen protestieren. Ich habe jetzt heute nur von mir geredet, ja, dass es sein kann, dass meine Daten angeschaut werden, dass meine Bestandsdaten von der Polizei abgefragt werden, vielleicht weil ich gerade im Moment im Halteverbot stehe, weil ich einen Parkplatz gefunden habe. Aber oder dass deine Daten oder Daten von euch angeschaut werden. Das ist in jedem Einzelfall schlimm genug. Was aber das Ganze noch verschlimmert, ist, dass im Rahmen des neuen Gesetzes zur Bestandsdatenauskunft Telekommunikationsanbieter dazu eine elektronische Schnittstelle einrichten sollen, mit denen der Datenabgleich auch automatisch gemacht werden kann. Das heißt, ich kann nicht nur die Privatsphäre jedes und die Kommunikation jedes Einzelnen überwachen, sondern ich kann das